Gut hinhören. Ja, weil der halt mit seinem Schädel an der Wand klebt. Ist gut. Und ja, hier sind erst einmal Skelette, die aber zum Glück nicht wieder aufstehen. Hier wollen wir kurz durch. Und ja, hier im Giftnebel liegt jede Menge Titanit und alles rum. Und die machen mir jetzt gerade ein paar Probleme. Ah, so kann ich sie treffen. Gut. Titanitscherbe. Titanitscherbe. Dann warten wir mal, bis das Gift wieder abgeklungen ist. Weil Gift ist in Dark Souls 2 wie im 1 ziemlich garstig. So, rennen wir hier rüber wieder zurück. Dann dahin. Schwindende Seele. Oh, und hier oben hier tickt das Gift weiter. Schlecht. So, so locken wir aber das Viehzeug mal hier raus ein bisschen. Und ja, wir werden es wahrscheinlich hinnehmen müssen, dass wir ab und zu mal vergiftet werden. Vor allem, wenn wir gegen den da kämpfen müssen. So, dich noch schnell weg. Jetzt warten wir mal, bis das abgeklungen ist, das Gift. Naja, zur Not heilen wir einfach mit einem Lebensstein dagegen. Fürs Erste. Jo, hier kommt schon mal Gegner. So, und man sieht, das Gift ist garstig. Und der Lebensstein wirkt gerade so dagegen. Am besten noch einen zweiten Lebensstein. Da der erste gleich abklingt. Jo. Der hier steht auch gleich auf. Genau. Lebensstein. Und am besten einmal den Flakon schlucken. Das hält uns nämlich hoch. Und ein Titanitbrocken. Also ja, so viel Ausbeute wie möglich hier mitnehmen. Und zurückziehen. So, jetzt können wir uns mal mit der Schriftrolle heilen. Und für den Kumpel, da wechseln wir mal wieder auf den Heidespeer. Wow. So, pixel die zweimal, rennen weg. Der beschleunigt uns nämlich mit Dunkelheit. Was auch ziemlich garstig sein kann. Genau deswegen nämlich. Das war fast ein Instant-Kill. So, da reicht einmal heilen nicht. Wow. So, jetzt schlucken wir lieber einen Flakon. Oh, er hat mal was gedroppt. Glatter, seidiger Stein. So, jetzt nehme ich mal ein Gegengift. Wow.
Ja, ich habe vergessen, hier drin sind auch wieder Skelette. Deswegen wechsle ich auf meinen normalen Speer. Und wechsle hier wieder auf meine Flakons. So, ein Duftzweig. Und hallo, Gavlan. Was bewachst du hier? Einen kruden Stein? Gavlan Nui. Ja. Gavlan will, Gavlan deal. Gavlan wants soul. Many what with Gavlan. Ja, hier treffen wir Gavlan wieder. Könnten bei ihm theoretisch den Ring der Riesen kaufen, hätten wir genug Geld. Lassen wir aber gut sein. Wir könnten bei ihm Giftmoos kaufen zur Giftteilung. Davon haben wir aber auch noch genug. Deswegen verkaufen wir jetzt Sachen bei ihm. Also einmal den Glockenhüterbogen, da wir den nicht brauchen, da wir schon einen haben. Ansonsten nichts. Das Schild, was ich gekauft habe, will ich nicht wieder verkaufen. Das wäre Verschwendung. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Ich will das ramponierte Stoffgewand verkaufen. Die Varega-Ärmel. Die Königsschwertkämpferrüstung und die Gamaschen. Ringe will ich keine verkaufen. So, Nutzgegenstände. Würde ich gerne die Köderschädel verkaufen. Diese ganzen Blüten, weil wir die nicht brauchen werden. Ich habe sie nie benutzt. Blutungsmesser und giftige Wurfmesser, die benutze ich auch nicht wirklich, also können die auch weg. Und ja, ansonsten Faust Wahrheitsverkünder, alles andere will ich behalten. Ach nee, halt die alltägliche Frucht hier vielleicht noch. Obwohl, nee, Giftresistenz stärken ist keine schlechte Idee. So. Das können wir nämlich da unten gleich gut gebrauchen. Deswegen benutze ich die auch gleich mal hier. Einfach aus dem Inventar heraus. So, begebe mich jetzt hier runter. Öffne die Kiste. Wäre trotzdem vergiftet. Also benutze ich zwei Lebenssteinchen. Halte das Gift so gegen. Sack noch den Titanitbrocken ein. Und dann geht's hier oben weiter. Jo. Genau. Das hier ist nämlich auch anders, als es in Dark Souls 2 war. In Dark Souls 2 standen hier nämlich nicht die leicht bekleideten untoten Damen rum mit ihren Fächern, sondern hier standen hier in dem Tal hier zwei von diesen Werfern. Genau, die lassen sich erstmal einfach abballern. Was das Ganze noch angenehmer macht. Wow. Und sie lassen sich anbeten. Hexerurnen sind okay. Du musst allerdings weg. So. Dann können wir zu unserem Speer zurück übergehen. In solchen Fällen ist der Langbogen praktisch. Wirklich praktisch. So, da müssen wir aufpassen, dass uns diese anbetenden Jungs hier nicht genau angreifen. Oh, ein Drachenamulett. Weil der da wird aggressiv schon mal. Naja, einer von fünfen oder wie viele es sind.
So, jetzt müssen wir hier hoch. Ja, es sind 5. Hier ist nämlich auch noch einer von der Sorte. Und der wollte schon aufstehen. Nee. Das können wir ja nicht zulassen. Was steht auf der Nachricht geschrieben? Wahrscheinlich Hurra für Springen oder so. So, mit dem Hebel öffnen wir hier den Durchgang. Da hinten sehen wir schon mal ein paar Kristallechsen. Und hier könnten wir jemanden herbeirufen. Comic... Was heißt wahrscheinlich Comic Sage oder so. Und in den Krügen war Gift, genau. Mal schnell heilen. Gegenstandskiste, die Sachen, die wir gerade nicht brauchen, wegpacken. Ich könnte die 5 Sachen bei den Krähen gleich abgeben. Sobald ich mir das letzte Rüstungsteil gekauft habe und mich umgezogen habe. Weil das ist der einzige Grund, warum ich gerade zurückreise. Und sie ist übrigens jetzt hier. Das gibt uns einen neuen Dialog zwischen ihr und dem Schmied. Dazu aber gleich. Erst einmal mit ihm hier reden. Kumpel. Go ahead. See what I'm offering. Benötigt die Rüstung, schaut mein Angebot an. Jo, das wollen wir. Wir wollen nämlich die Stulpen haben. Die fehlen uns nämlich noch. Thanks for the purchase. So, und dann ziehen wir uns auch gleich um. So, in die Alpha-Rüstung. Ja, so sehen wir ein bisschen passender aus. Jedenfalls zu unserem Speer und unserem Schild. Sind zwar ein bisschen mehr belastet jetzt, aber wir sind immer noch knapp bei 50. Also geht das noch. So. Du weg, du weg, du weg und du weg. Dann reisen wir jetzt zu unseren Krähenfreunden im Dazwischen. Also ja, die Alva-Rüstung, die ich mir jetzt hier gekauft habe, ist eine ziemlich gute mittelschwere Rüstung für Geschicklichkeitsbuilds. Das steht auch in der Beschreibung der Rüstungsteile. Von Alva, dem Wanderer, getragene Rüstung, bietet trotz ihres geringen Gewichts sehr guten Schutz. Auf seiner Suche nach einem Heilmittel gegen die Krankheit der heiligen Seretta durchquerte Alva zahlreiche Länder, doch er blieb erfolglos und verließ den Ritterstand. Alva wurde einst von Schuldgefühlen und Reue geplagt, doch dank der Hexe, die zuvor gegen ihn integriert hatte, fand er seine Lebensfreude zurück. Ja, harter Tobak mal wieder. So, wir wollen hier durch das Brennende dazwischen mittlerweile. Das sieht doch schon wirklich anders aus als am Anfang, wo noch alle Fackeln nicht angezündet waren. So. Sagt ihr gleich was? Nö. You, give us food. Ja, doch, ihr sagt was. Legen wir erstmal das versteinerte Etwas ab. Dann gucken wir mal, was wir daraus kriegen. Ja, den Dreizack des Kanalisierers. So, dann legen wir die großen versteinerten... Und ich habe mich wieder mal verklickt. Yay. Legen wir die großen versteinerten Etwas ab. Was kriegen wir da draus? Ein Feuerdrachenstein. Okay. Und aus den kleinen nicht benutzen, ablegen. Ablegen. Seele eines stolzen Ritters und einen Magiestein. Gut. Jetzt habe ich aus Versehen mal wieder, also es ist mir schon öfter offscreen passiert, also im privaten Spiel, dass ich aus Versehen mal einen Stein benutzt habe. Zum Glück geht das beim Versteinerten etwas nicht.